Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute dreht es sich um mal wieder Minecraft Forge und wie ihr seht, ich bin auf files.minecraftforge.net und ihr seht, die Download-Seite hat sich ziemlich stark verändert von der alten. Das waren ja einfach nur so die Dateien aufgelistet, jetzt ist das etwas, ja, neuer designt und etwas anders. Deshalb möchte ich euch jetzt zeigen, was sich da geändert hat und wie man sich das jetzt noch runterlädt, weil ich da auch oft gefragt wurde. Und ja. Gut, die neueste Version ist jetzt hier die 1.8, da kann man hier draufklicken, dann kann man die 1.8 sich hier anzeigen lassen. Es sind schon einige Kommentare und wenn man jetzt hier auf Downloads geht, also naja gut, hat viel gebracht. Hier kann man Comments und Downloads auswählen halt und hier sind halt die Downloads alle aufgelistet. Und jetzt kann man die Version auswählen. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine 1.7 runterladen wollen, gehen wir hier drauf und dann schauen wir uns, was wir runterladen. 1.7.10 Pre 4, 1.7.10 oder 1.7.2, ich gehe jetzt mal auf 1.7.10, dann lädt das etwas, reloaded. Mal ein bisschen. Und dann sehen wir jetzt hier so eine Seite. Da sehen wir jetzt hier Download, Latest, dann die Forge-Version und das ist jetzt hier die 1.7.10, die auch hier dick ausgewählt wird. Können wir natürlich für jede Version machen und dann runterladen. Ist genauso, hier kann man Changelog anschauen. Hier kann man den Installer runterladen, hier kann man den Installer für Windows runterladen. Hier kann man sich den Source Code, den wir wahrscheinlich brauchen, für Forge-Modding runterladen. Und hier kann man sich einfach so eine Universal runterladen, die relativ unwichtig ist. Man kann sich aber auch alle Downloads hier anzeigen lassen und dann werden halt hier alle von dieser Version angezeigt. Das ist so ähnlich, wie es auch früher war, nur halt ein bisschen anders designt. Gut, da wir jetzt aber die 1.8 wollen, gehen wir einfach hier drauf. Dann kommt das, hier können auch schon Index 1.8, muss hier halt irgendwie stehen, irgendwie in der Adressleiste. Und dann können wir halt schauen, was wollen wir jetzt? Wollen wir jetzt entweder Latest oder Recommend oder wollen wir jetzt hier die neueste, also hier aus diesen ganzen Downloads auswählen? Natürlich würde ich euch empfehlen, im Moment nochmal die neueste herzunehmen. Denn ich habe noch eine relativ alte, ich habe das jetzt mal geupdatet. Es hat sich zwar eigentlich nichts verändert, aber es ist einfach besser, wenn man mit einer Recommend spielt, anstatt mit einer normalen. Natürlich laden wir uns den Source runter. Das ist jetzt ein bisschen doof, man muss über so eine Ad-Seite gehen. Ad-Focus ist das in meinem Fall, und nicht in meinem Fall, sondern ist das jetzt in dem Fall. Und ja, das ist halt so ähnlich wie Adfly, nur dass man da, oh, dafür die man ja 10 mal mehr Geld. Schon mal $8,70 für 10.000 Besucher. Bei Adfly irgendwie für 10.000 irgendwie einen 5 Dollar? Weiß ich nicht. Ist mir aber auch gerade egal. Okay, und dann lädt das natürlich runter. Bei meinem Internet geht das gerade irgendwie gar nicht anscheinend. Obwohl, nee, es ist ja schon runtergeladen. Okay. Okay, ich kenne mich mit dem Browser null aus. Ich habe ihn nur installiert, weil alle anderen irgendwie nicht funktioniert haben. Und Internet Explorer einfach scheiße ist. Wie jeder wahrscheinlich weiß. Okay, dann haben wir das runtergeladen. Ich mag es euch nicht zeigen, wie wir es installieren können. Aber ich wollte halt einfach nur sagen, dass sich die Seite etwas geändert hat und dass der Download jetzt eigentlich wie sonst auch immer ist. Und jo, dann würde ich sagen, war es das auch schon für dieses kleine Mini-Video, wo ich einfach euch nur ein bisschen zeigen wollte. Ja, hat sich ein bisschen was verändert. Und nehmt am besten die Recommend-Version her, wenn ihr weiter Forge moddet. Und ja, dann wollte ich noch fragen, wahrscheinlich wird es eh keiner bis dahin geschaut haben, aber YOLO, wenn ihr noch Ideen habt, die ich machen soll, also ich werde auf jeden Fall Dimensionen noch machen. Wahrscheinlich werde ich auch noch ein bisschen mit Techno und Entities arbeiten. GUIs, muss ich mal schauen, wollte ich eigentlich auch machen. Ich wollte so einen Crafting-Table oder so mal machen, nur es ist halt ziemlich sehr viel Aufwand. Also, es sind dann schon mindestens 15 Folgen ungefähr und gut. Gut, das ist, naja, 15 Folgen ist übertrieben, 10. Na, 10 ist auch übertrieben. Ach. Egal, also ja, es ist ziemlich viel Arbeit, wenn ich jetzt nicht 10 Jahre lange Folgen machen möchte und ich möchte eigentlich immer so nicht über 20 Minuten auf jeden Fall, weil ich weiß nicht, ich finde das dann irgendwie ein bisschen zu lang. Vor allem für mein Internet ist das schlecht. Und schreibt mir halt noch so Sachen rein, die ihr haben wolltet, zum Beispiel eigene Bäume, die wollte ich vielleicht auch noch machen, Strukturen kommen wahrscheinlich noch, aber schreibt einfach auch noch rein, was ihr gerne haben wollt und dann würde ich sagen, sehen wir uns ja in einem nächsten Video. Ach ja, und es kommt wahrscheinlich nochmal so eine kleine Montage, wo ich Lukas ärgere. Gut, und dann sehen wir uns irgendwann wieder. Bis dahin und ja, ciao. Okay, jetzt schaltet sich mein Bildschirm aus. Geil! Trotzdem ciao.